Hey und willkommen zurück zu Far Cry 3. Und ich habe hier was Komisches gefunden. Ich glaube ein Relic. Ein Relic, ja. Jetzt habe ich ein Relic und keine Ahnung. Boah, ich dachte schon. 1 von 120. Wow. Gut. Ich wollte erstmal den Turm da erobern. Wir können jetzt mittlerweile schon drei Waffen mit uns tragen. Und ich weiß nicht, ob hier Feinde bei dem Turm sind. Ich hoffe es mal nicht. Aber ich muss da erstmal hoch. Deswegen sehen wir auch im Moment nichts auf der Karte. Achso, einfach... Nein, doch nicht. Doch. Einfach hochklettern. Okay, du kannst die Leiter nicht so rum... Ehrlich. Ehrlich, okay. Dann halt so. Ich glaube, der Jason ist heute nicht so gesprächig und ich laufe schon dran vorbei. Ist das die Leiter? Ja, aber ich muss von der Seite aus. Hoch. Krass, ey. Jetzt bist du schon so weit oben und dann sagt er nichts. Dann mach mal aus. Das gute Teil. Da ist ein Schiff. So, danke. Ich jetzt mal eine Minimap. Wir müssen in die Richtung. Haben wir kein Seil, was in die Richtung führt? Das führt da runter. Ich würde sagen, ich nehme... So, jetzt haben wir neue Waffen. Schatz im Haus. Kann ich angeln gehen? Nein. Also ich weiß, dass ich auch Haie jagen kann. Gibt es denn hier in dem Bereich? Nein, aber da ist der Arzt. Da ist eine Ziege. Da oben ist ein Hai. Steintempel. Alles interessant. So. Schwimmen wir mal. Kannst du so schneller? Weiß ich nicht. Drücke und ja. Ich weiß, dass ich einen größeren Rucksack brauche. Ich brauche so vieles. Ich glaube, man hätte sogar skillen können, dass man schneller schwimmen kann. Aber ich wollte es nicht haben. Achso, mein Rucksack ist mal wieder voll. Mal wieder. Da ist das. Hier kann ich nichts verkaufen. Nein. Kann mir nur dieses Fahrzeug klauen.
Ist egal von welcher Seite. Ich einsteige. Oh ja, du sagst es, leck mich am Arsch. Das war keine gute Idee. Aber das Auto ist ziemlich laut. Okay. Ich wollte kein Radio hören. Aber cool. Gibt's auch eine Seilbahn oben? Interessant. So gehst du nochmal. Und so läufst du. Mann, bist du schwer am Atmen, Alter. Hat sowas wie eine kleine Villa hier. Ja, was habe ich hier noch? Relikte. Eins von 20. Okay. Kann ich denn noch was herstellen? Spatzentasche? Nein. Was brauche ich hier nochmal? Ziegenfeld, deswegen die Ziege hier. Ah, gut, ich kann verkaufen. Du kommst weg. Du kommst weg. Was ist denn Schnellverkauf? Ich glaube, man verkauft alles. Das möchte ich ja nicht. Meine Blätter und das... Gibt es hier nicht sowas wie ein Lager? Okay, wenn ich da reingehe. Ein Drache. Ehrlich? Krass. Das will ich mal gleich machen. Ist die Ziege hier in der Nähe? Ja, die müsste hier so sein. Also ein Ziegenfell brauche ich schon. Dann kann ich mir einen besseren Köcher bauen. Aber bis ich die Ziege da gefunden habe. Ach, machen wir weiter. Ja, ja, wir haben es gleich, Kollege. Brauchst nicht mehr so weit. So. Was erwartet uns hier? Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die Gelben. Die bloß nicht. Die können auch töten. Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Alter. Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Lage. Was? Oh, Sie meinen das Mädchen. Ja, sicher. Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Ich war noch gerade im Haus. Kann man denen vertrauen? Geh zu Daisy. Ach so, sie ist oben. Okay, nach oben bin ich ja jetzt nicht gegangen. Schön am Schlafen, ey. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume.
hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Oh je, sieht nicht gut aus. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Oh, jetzt musst du noch Pilze sammeln. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. So, so. Warum für dich? Scheiße, er hat die Tür zugemacht. Ist das ein Pädophiler? Pilze in der Tiefe. Ich muss dahin. Aber warum ist sie... Wie komme ich denn da hoch? Das ist doch eine Seilbahn, oder? Oder ist das so, nur so ein Stromkabel? Ah, ist ein Stromkabel. Kann ich den Drachen so benutzen, wie ich lustig bin? Achtung. Oh oh. Das war nicht gut. Aber ist nicht schlimm. Jetzt muss ich da hinlaufen. Gleiter. Umsehen. Fliege tief und gerade, um sicher zu landen. Okay. Also steuere ich den Drachen mit der Maus. Ja, das hätte mir immer noch vorher sagen können. Dann hätte ich das ja auch gewusst. So ist es ja nicht. Doch nicht im Westen. Ja, Mann, nicht schon. Hier wird mir ein Schatz angezeigt, aber ich sehe keinen. Ja, das Rutschen ist auch nicht so. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Was hast du dann gedacht? Auftauchen, Kollege. So. Da ist die Höhle. Vor allem frage ich mich, wie lange du unter Wasser bleiben kannst. Schneller, 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 schneller. Oh Gott. Weiß hoffentlich, was er tut. Der kranke Doktor. Vor allem, dass du deine Freundin einfach bei ihm lässt. Das Todessprung. Ich muss schon wieder runter. Oh, Junge. Kletter da hoch. Ja, jetzt. Gut. Ich muss weiter hoch. Das ist mal was anderes, statt immer eine Leiter hochzuklettern. Eine no- was? Fähigkeit verfügbar. Fähigkeit verfügbar. Wo? Was ist das? Verbessere Treffsicherheit mit Pistolen beim Schießen aus der Hüfte. Okay. Drücke, um das Fernkreuz beim Zielen mit einem Ziel zweimal länger stabil zu sein. Ah ja. Was war das?
Mit Netter servierst du dich auf einen Feind und tötest ihn. Okay, nur damit ich die... Komisch. Ist das hier? Oder wollte ich mir einfach nur sagen, ich habe einen neuen Skillpunkt. Ja, ich glaube, bewege dich in der Hocke schneller. Du verursachst durch die wenigen Geräusche beim Laufen und Sprinten. Das ist interessant. Alter. Der ist ein bisschen auf... Bist du high? Ich habe auch keine Waffe. Ich persönlich mag ja die Roten. Oh Gott, er ist high. Du bist wach. Vielleicht nicht ganz. Alter. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Das gefällt mir gar nicht. Ich hab die Rolle. Er läuft aber auch nicht schneller. Mit dem Rest von unserem Urlaub. Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Es sei. Lisa, wir sind in Bangkok zusammen und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Muss ich euch Scheißer trennen, so wie eure Freunde? Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Ja. Und jetzt bist du tot. Riley ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Sicher. Tut mir leid, ich bin tot. Verschwindest du jetzt nochmal? Dr. Earnhardt? Nochmal? Nochmal. Nein? Hallo? Wovor hast du denn Angst? Du bist ein echtes Naturtalent. Grant? Ich glaube, es wird Zeit, dass du wach wirst. Oder nicht? Fertig? Bist du nicht mehr high? Nein, er ist nicht mehr high. Weg, Fledermäuse, weg. So. Einen. Einen. Junge. Du hast da mehr als... Okay. Dann nimm einen mit. Noch ein Relikt? Wow. Wie lange war ich da unten? Keine Sorge. Ist das kein Relikt? Es müsste doch eins sein. Nein? Okay. Wer weiß, wie lange du da unten warst. Ist ja schon wieder dunkel. So. Da hoch. Ist mir zu ruhig. Komm jetzt irgendwo gleich. Wow. Das war jetzt aber der schnellere Weg nach oben. Warum konnte ich jetzt... Ach so. Nein, da ist nicht...
Und da ist eine Kiste. Mein Beutel ist schon wieder voll. Nicht gut. Oh, Jason, was für eine Überraschung. Was hast du denn gedacht? Ich habe was Feines für uns gebraut, während sie weg war. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Oh, gut. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh ja. Ich glaube, der ist Dauerhai. Ja. Die habe ich schon genommen. Man sieht's ja. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Und jetzt kommt's, er will sie nur für sich. Das wäre ja... Kannst du bitte kurz... Danke. So, jetzt... Daisy! Ich bin auf dem Weg. Aber vorher muss ich... Alter, ich hab... Okay. Ich sollte dann mir ein paar Sachen herstellen. Das brauche ich mal zum Jagen. Ach so. Gut. Nein, nicht benutzen. Ach so, stimmt ja. Was brauche ich hier? Hundefell, da fehlt mir eins. Dann stelle ich mir noch eins her zu mir. Kann ich das auch herstellen? Ja, kann ich auch. Also das ist 8, das ist 7. Achso, ich habe eine Kamera. Foto machen. Ah, damit kann ich... Ich glaube, damit kann ich Gegner markieren. Ich hatte doch irgendwas... Nein. Spezielles. Was ist das? Achso, sowas wie ein Schweißbrenner. Flammenwerfer. Brauche ich Pistole? Nee, ich möchte gerne... Granaten. Was es alles gibt, habe ich, besitze ich auch. Interessant. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt kurz hoch zu Daisy, wenn sie noch lebt. Ja, scheint so. Wie geht es dir? Oh, du konntest fliehen. Das ja, sicher. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist? Grant, er... Hör auf! Daisy. Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ja. Ganz sicher? Psycho. Ich verstehe den Typ Jason. Nicht. Wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Es war der Psycho. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber 4 meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Sicher. Auf keinen Fall.
Ich kann mir nicht erlauben, Vaas Gefangene aufzunehmen. Vaas? Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Ach, das auch noch. Das ist der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Wir müssen die erstmal suchen, ey. Agnes. Dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. Oh, wie nett. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen. Alter, dröhn dich zu, genau. Gib dir die Pilze, ist kein Problem. Ich komm klar. Bist du dir sicher? Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Ich wäre nicht gern allein mit einem Pädophil. Das Telefon. Wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jace. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Und Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. So, der Ruf der Medusa. Okay, gut. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann dahin, um zu schauen, was das ist. Reingehauen!